Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Loomtro-Video und damit zu einer weiteren Folge eines Fotocommentaries. Hat es lange nicht mehr gegeben auf meinem Kanal, weiß ich. Jetzt holen wir es auf sozusagen. Ich möchte gerne mit euch über Fotos reden, die ich zuletzt in meinem Vlog aus Cuxhaven veröffentlicht habe. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, verlinke ich dir oben in der Ecke. Schau da gerne mal nach. Ich habe dir da die Nikon AF600 gezeigt. Das ist diese schicke Kamera hier. Und die hat eine besondere Funktion, und zwar die Panorama-Funktion. War, glaube ich, für die Zeit damals schon etwas sehr Tolles. Und die wollte ich euch gerne in Ruhe präsentieren. Habe ich gemacht, habe mich dafür ein Scotch 100 entschieden. Und heute möchte ich ganz gerne mit euch der Frage mal nachgehen und gerne auch mal in den Kommentaren das Ganze besprechen, ob es sich lohnt, abgelaufene Filme zu benutzen. Ich habe mich, wie gesagt, für den Scotch 100 entschieden. Und ich weiß nicht, wie der gelagert wurde. Ich habe den von einem von euch, glaube ich, da draußen bekommen. Und der ist wahrscheinlich auch irgendwo bei eBay gekauft oder so. Bei mir lag er zumindest zuletzt tatsächlich im Kühlschrank. Und ich hatte den schon mal benutzt. Und ich habe damit wirklich fantastische Ergebnisse hinbekommen mit einem super tollen Effekt. Und wenn du das Ganze noch nicht gesehen hast, da verlinke ich dir auch mal oben ein Video. Schau dir das unbedingt mal an. Da siehst du die Fotos, die ich damals gemacht habe. Und die sahen so komplett anders aus als die, die ich euch jetzt zeige. War aber wirklich der gleiche Film. Schauen wir mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich glaube, jetzt wisst ihr auch, warum ich das gerne mit euch besprechen möchte. Es ist sehr, sehr körnig, wie ihr seht. Ihr seht rechts so einen Strich. Das sieht aus, als ob beim Scannen irgendwas schiefgelaufen ist. Nein, da lag ein Segel von so einem Kitesurfer. Und ich wollte das jetzt nicht einfach rausmachen, weil es hätte den Look irgendwie wieder zerstört. Wollte ich jetzt nicht. Aber ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte. Das Ganze ist sehr bläulich. Es ist sehr dunkel. Schön ist natürlich der Effekt, dass es fast mittig recht hell ist und da rumrum dann halt recht dunkel geworden ist. Und das Format Panorama finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ich feiere das. Es ist natürlich ein bisschen kleiner und natürlich ist das ganze Bild, das ganze Negativ nicht ausbelichtet. Aber trotzdem finde ich das ganz schön, muss ich sagen. Und mir macht das auch Spaß, diese Fotos zu präsentieren und anzugucken. Sie sind halt nur so komplett anders geworden, als ich mir das gedacht habe. Beim zweiten sieht man es auch nochmal. Es ist schon sehr kalt, sehr dunkel. Ich habe auch schon Filme gehabt, die abgelaufen sind, die teilweise ins Grüne reingegangen sind. Und die, je nachdem, wie lange die abgelaufen sind und wie die gelagert sind, gehen die in so einen Grünstich rein, der auch recht dunkel ist, recht dumpf ist und auch immer recht körnig ist. Und auch hier seht ihr wieder, das ist schon sehr, sehr körnig. Und ich musste da auch ziemlich mit dem Kontrastregler und dem Helligkeitsregler ran. Und ja, damit man da überhaupt was Vernünftiges sehen kann, damit es nicht ganz so dunkel ist. Und natürlich geht das zulasten, das sieht man immer am Himmel, geht das zulasten dann ja, der Wolken meistens oder dem Himmel. Und das verleiht dem Ganzen dann nochmal einen komplett anderen Look. Aber es ist recht kühl. Hier passt das schon wieder damit, dass ich da halt den Rotstich mit drin habe von dem Boot. Und wer das Video gesehen hat, sieht auch, wie das Ganze im Original aussieht. Da hat man dann auch nochmal so einen kompletten Vergleich zum Original. Aber ich glaube, wenn wir dieser Frage nachgehen, kann man solche abgelaufenen Filme benutzen, dann kommt man, glaube ich, recht schnell zu dem Ergebnis, dass man sich im Klaren darüber sein muss, dass es recht kühl wird, dass es komplett anders sein wird, als es in deinem Kopf stattfindet. Ich hatte da in diesem Fall tatsächlich ein Problem mit. Ich brauchte so ein, zwei Wochen, bis ich mich an den Look gewöhnt habe, weil ich von was anderem ausgegangen bin. Und bin aber im Nachgang doch recht zufrieden mit den Fotos, die ich euch hier zeige. Das sind aber auch wirklich die Fotos, die was geworden sind. Ein paar sind gar nichts geworden, weil sie einfach komplett duster sind. Die wollte ich euch jetzt hier nicht zeigen, weil dann hättet ihr wirklich nur das Dunkelblaue gesehen. Mit so ein paar schwarzen Silhouetten im Hintergrund, die man nicht erkennen konnte. Das Foto finde ich sehr, sehr cool übrigens. Ich habe das auf den Boden gestellt. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Perspektive, finde ich. Und aber auch hier sieht man wieder gut. Hier hat man jetzt auch so den leichten violetten Stich mit da drin. Ja, es hat was, ne? Es hat was, es gefällt mir sehr gut, aber es ist halt so anders, als ich es wollte. Es ist wirklich ganz anders, als ich es
mir vorgestellt hatte. Auch hier wieder deutlich das Kühle. Und es war ein richtig sonniger Tag. Es war richtig wunderschön. Und da so ein paar andere Farben wäre natürlich schöner gewesen. Ne? Aber klar ist es, dass, wenn man diese Fotos sich betrachtet, es sind andere Fotos als die Masse, die da produziert wird vor Ort. Es ist ja, ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Motiv gewählt hat. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich, hebt sich von der Masse ab. Aus meiner Sicht geht es aber schon sehr ins Lomografische rein. Das muss man ganz klar sagen. Auch hier sieht man das nochmal. Das werdet ihr nochmal in einem anderen Vlog auch nochmal sehen. In einer anderen Version. Und auch da kann man dann wunderbar die Vergleiche sehen. Ja, also fassen wir zusammen. Wenn ihr abgelaufene Filme habt, ihr müsst euch bewusst sein, dass das Ganze anders aussieht, als ihr es im Kopf habt. Viele machen es ja so, dass sie den Film googeln, schauen sich an, wie sehen die Effekte aus, kaufen dann so einen Film bei eBay, der dann aber irgendwie 3, 5, 10 Jahre abgelaufen ist und wundern sich dann, dass, oder sind enttäuscht, dass der Effekt halt anders aussieht, als sie das bei Google dann gesehen haben. Und dementsprechend seid euch bewusst, dass wenn ihr solche Filme einsetzt, dass es ganz anders aussieht. Meistens wird es dunkler, meistens geht es entweder in einen Blau- oder Grünstich rein. Und ihr habt dann kleine Kunstwerke vielleicht, aber ihr seid vielleicht erstmal ein bisschen enttäuscht, weil es komplett anders aussieht, als ihr euch das vorgestellt habt. So, das wollte ich unbedingt mal loswerden, weil ich wollte die ganzen Fotos nicht einfach unkommentiert lassen. Jawohl. Wie seht ihr das? Nutzt ihr solche Filme? Achtet ihr sehr darauf in der Beschreibung bei eBay zum Beispiel, wie die gelagert worden sind? Oder ist euch das völlig egal und ihr seht das wirklich als Lomographie? Lasst mich das bitte unbedingt mal wissen unten in der Videobeschreibung und ansonsten wäre ich sehr dankbar, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und es kommt schon bald ein neues Video. Jawohl, das hier war so ein kleines Ausnahmevideo. Gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreibt und werde da sehr aktiv mit diskutieren. Jawohl, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin seid herrlich und perfekt und ja, ich bin raus. Ciao.